Hallo bei Nerd von Medizin, diesmal mit einem kurzen Short wieder direkt hier von meiner Couch. Und zwar geht es um das Thema Palliativmedizin und um die Frage an die Angehörigen: Möchten Sie, dass wir noch alles tun? Ich hasse diese Frage. Wenn man mit so einer Frage ein Gespräch mit Angehörigen beginnt, dann hat man schon verloren. Denn was soll man denn darauf antworten? Nö, eigentlich möchte ich nur die Hälfte. Oder, ach nee, lassen Sie mal, so wichtig war mir mein Angehöriger gar nicht. Machen Sie mal nicht mehr. Und genauso schlimm ist es zu sagen, also möchten Sie, dass wir Ihren Angehörigen noch beatmen? Denn wenn wir ein Gespräch führen mit einem palliativen Therapiekonzept als Ziel und dann das Gespräch eröffnen mit einem Angebot, was wir eigentlich vorenthalten möchten, dann macht das nicht viel Sinn. Taktisch viel, viel mehr Sinn macht es, wenn man erst einmal sich die Situation von Seiten der Angehörigen anhört, wenn man also fragt, bevor ich Ihnen als Arzt meine Einschätzung gebe, möchte ich mal von Ihnen hören, wie ging es denn Ihrem Angehörigen in den letzten Tagen und Wochen? Und dann lässt man die mal ein bisschen erzählen und dann spiegelt man und sagt, Sie haben jetzt mir ein Bild von Herrn oder Frau X gegeben, woraus ich schon erkennen kann, dass der Patient ein sehr lebensfroher Mensch war und dass vielleicht auch die Situation sich jetzt sehr, sehr zügig verschlechtert hat. Leider teile ich Ihre Einschätzung nicht ganz, dass man nochmal auf eine Verbesserung hoffen kann. Aus medizinischer Sicht ist es eher so, dass wir an den Grenzen des Machbaren angekommen sind, wenn es um Heilung geht. Das heißt, für uns als Mediziner ist dann immer ein Wechsel von der Heilung hin auf die Symptomlinderung ganz, ganz wichtig. Das heißt, was wir jetzt gerne mit Ihnen zusammen beschließen möchten, ist, dass wir für Ihren Angehörigen eben versuchen, Umstände zu schaffen, wo er möglichst wenig leidet, wo er möglichst wenig Schmerzen oder Atemnot hat, wo er aber gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, die Zeit, die ihm noch bleibt, mit ihm zusammen möglichst würdevoll noch zu verbringen. Und wir empfehlen Ihnen deswegen, dass man Ihren Angehörigen nicht auf eine Intensivstation legt, sondern eben wie gesagt die Symptomkontrolle, die Atemnot, die Schmerzlinderung auf einer Normalstation behandelt. Das hat für Sie auch den Vorteil, dass da die Besuchszeiten deutlich offener gestaltet sind und dass da normalerweise eine deutlich ruhigere Atmosphäre auch ist, weil man nicht immer von irgendwelchen Alarmen und dem Hin und Her von Notfällen eben gestört wird. Was denken Sie? Und wenn man das Ganze so anmoderiert, dann zeigt man eigentlich, dass man ein Konzept für den Patienten hat, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man eigentlich ja ein sehr, sehr hehres Ziel hat, nämlich möglichst gute Bedingungen für den Patienten zu schaffen und hat dann schon eine ganz, ganz andere Ebene mit Angehörigen. Und oft kommt man dann trotzdem an einen Punkt, wo die Angehörigen dann sagen, also nee, ich kann mich jetzt noch nicht trennen, ich möchte noch dies und das. Und dann macht es meistens auch wenig Sinn, dagegen anzukämpfen, wenn das Ganze medizinisch noch Sinn macht. Denn sonst würden wir es ja gar nicht anbieten. Dann kann man sagen, dann, oder kann man anbieten, dass man nochmal 48 Stunden zum Beispiel in die volle Therapie einsteigt. Sagt, jetzt geben wir nochmal dem Körper eine Chance. Wenn wir aber sehen sollten, dass der Körper selbst die Chance nicht annimmt und dass der Zustand sich eher weiter verschlechtert, dann sollten wir auch mit Augenmaß reagieren und unsere Therapie dann eben wieder eher auf die Linderung von Schmerzen von Atemnot fokussieren, weil es eben auch so ist, dass Beatmung und Intensivtherapie für die Patienten schon auch eine große Last darstellen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich einen ganz schön langen Monolog hier gehalten. Das kennt ihr ja schon von mir. Ich wäre mal ganz gespannt, wie macht ihr das? Ich wäre auf eure Rückmeldungen ganz gespannt, wie euch jetzt mein Vorschlag so gefallen hat. Ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Vielleicht habt ihr ganz andere Ansätze. Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, also die Frage, wollen Sie, dass wir alles tun,
ist die wichtigste Frage überhaupt. Das fände ich schade. Ich bin jedenfalls gespannt auf euer Feedback, auch auf eure Erfahrungen aus anderen Situationen und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.